Josen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. So, Part Nummer 22. Wir werden uns nun der Mutprobe stellen. Kapitel 8, die Mutprobe. Und ja, wir speichern und das Spiel muss fortgesetzt werden. Heißt, wir werden uns heute Nacht aus unserem Haus schleichen mit Bombanky im Schlepptau, weil Bombanky hat sowas von Schiss. Abnormal, wirklich abnormal. Und ja, dann, das heißt dann wohl, dass wir uns dem nächsten Bosskampf stellen müssen, schätze ich mal, weil es eben um dieses Gespenst geht. Ich wette, in der Schule wird das dann quasi an diesem großen Feld da, wird es dann einen Kampf geben. Ist meine Schätzung jetzt. Kann sein. Später. Bei Nacht schleichen wir uns raus mit Pampam. Pampam hat nämlich das angezettelt. Die Mutprobleme. Also dann, ich sollte mich langsam auf den Weg zur Schule machen. Ich muss aufpassen, dass Planas mich nicht erwischt. Okay, das heißt, ja, Planas ist im Zimmer nebenan. Anstatt zu versuchen, mich zur Tür hinaus zu... Sollte ich lieber durch das Fenster klettern. Ja, dann klettern wir mal aus dem Fenster, denn es gibt natürlich keine es gibt natürlich keine Fensterscheiben. So sieht's aus, ja? Nur ein Stock dazwischen. Also dann, los geht's. Wir sind draußen. Wir sind hinter Maus. Oh, ich glaube, ich konnte mich unbemerkt rausschleichen. Resi. Wow. Bombanky. Eigentlich macht's mir nicht aus, nachts rumzulaufen. Ich finde es sogar sehr aufregend. Nur mit Gespenstern habe ich's nicht so. Das gebe ich gern zu. Du gehst vor, Resi, okay? Und ich bin dir dicht auf den Fersen. Ach, und geh bitte ganz langsam, ja? Ganz langsam. Oh Mann, die hat wirklich Schiss. Ah, da bist du ja endlich. Du hast dir echt ganz schön Zeit gelassen. Sag mal, Resi, ist das Bombanky, die sich hinter dir versteckt? Feig wie eh und je. Naja, egal. Damit wären wir vollzählig. Also fangen wir an. Müssen wir jetzt den Geist so fangen? Ja, mein Unterricht. So sieht's aus. Jetzt sind wir alle auf unseren Plätzen. Aber was nun? Was sollen wir jetzt machen? Das ist ja wohl klar, oder? Wir warten darauf, dass die Gespenster auftauchen. Was? Wir warten auf die Gespenster? Ja. Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass sie sich einfach so zeigen werden. Ich glaube, wir müssen sie irgendwann herbeirufen, ja? Aber das geht doch nicht. Wir... Huhu, ihr Gespensterchen, wo seid ihr? Wenn es euch wirklich gibt, kommt raus und zeigt euch. Bitte hör auf. Hey, kommt schon, ihr blöden Gespenster. Oder habt ihr selbst nicht Mumm genug? Was ist denn jetzt los? Sie ist ohnmächtig geworden. Oh Gott. Oh Mann. Echt jetzt? Es ist doch gar nichts passiert. Die Angst davor, dass etwas passieren könnte, war wohl schon zu viel für sie. Trotzdem, so schnell aus den Latschen zu kippen, wie feige kann man denn sein? Egal. Ich schätze, das war's. Verschwinden wir, oder? Brenne. Schnurthelm? Hast du was gesagt? Nö, ich war das nicht. Muss mir anders gewesen sein. Brenne. Buh. Sind das? Und Bombanky pennt einfach die ganze Zeit. Bombanky bekommt wahrscheinlich gar nichts mit. Kann ich mit euch wetten. Da ist irgendjemand. Oder irgendetwas. Sind noch jemand hier in der Schule? Da ist noch jemand hier in der Schule. Brenne, brenne. Wer ist da? Wer ist da? Da ist das blaue Licht. Laternenko, Skelabra oder Lichtel? Das glaube ich. Das glaube ich sehr. Seht ihr das? Diese blaue Flamme. Mann. Oh Mann. Diese blaue Flamme. Ich halte es auch nicht mehr aus. Ich habe echt Angst. Viscora ist auch noch weg. Ich kann auch nicht mehr. Ja, genau wie alle. Ein nach den anderen kippen. Genau. Was soll denn das jetzt? Schnurthelm, du kippst also lieber gleich um, bevor du noch mehr Muffensausen kriegst. Machst es dir aber echt leicht. Pff.
Was soll ich jetzt machen? So bleibt mir nichts anderes übrig als... Nichts anderes übrig als... Oh, Pam Pam. Pam Pam wird einfach losheulen. Oh mein Gott. Oh, hoho. Wart ihr das? Habt ihr mich gerufen? Ihr traut euch ja was. Dabei habt ihr nicht die geringste Chance gegen mich. Ah! Ist das... Ihr wollt es wohl nicht anders. Ich würde euch das fürchten lernen. Lehren, okay. Er zittert vor Angst. Wie nie zuvor. Ach nee. Da. Giratina. Was? Giratina einfach mal. Ah! Okay. Oh Mann, es ist Giratina. Pam Pam ist weg. Sind wir in der Schule? Haben wir alle das Bewusstsein verloren? Hey, seht doch! Pam Pam und Schnuthelm. Schnuthelm, stimmt, habe ich ganz vergessen. Und Psiau auch. Oh, Psiau, habe ich auch ganz vergessen. Was ist denn passiert? Bin irgendwie total orientierungslos gerade. Weil du als erstes ohnmächtig geworden bist, Bombenki. Direkt danach waren wir dann plötzlich von diesem fallblauen Flammen umgeben. Was? Oh. Da war dieser riesige, furchterregende Schatten, der sich auf einmal über uns legte. Hey, nicht gleich wieder ohnmächtig werden. Ich schildere doch nur, was passiert ist. Reiß dich zusammen. Kipp ja nicht wieder um. Oh Mann. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind? Wo sind Pam Pam, Schnuthelm und Psiau? Ich weiß, wo sie sind. Ah, Psiau? Psiau, was ist passiert? Wo warst du? Ich bin Pam Pam und Schnuthelm gefolgt. Die beiden wurden entführt. Was? Ich habe alles gesehen. Als dieser riesige Schatten aufgetaucht ist und alle vor Angst umgekippt sind, da habe ich ausgeharrt, um mich nicht erschrecken zu lassen. Allerdings hatte ich natürlich keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Also habe ich erstmal so getan, als wäre ich auch ohnmächtig geworden. Was? Du hast nur so getan? Du bist unglaublich. Hast du denn gar keine Angst vor Gespenstern und sowas? Kein bisschen. Im Gegenteil, ich mag sowas. Ja, okay, das kann man sich leicht denken. Schön und gut, aber erzähl doch weiter. Was ist denn passiert? Ich habe erstmal abgewartet. Bis irgendwann... Oha. Dieser Schatten verschwunden ist. Und dann, als er weg war, sind auf einmal diese fahlblauen Flammen wieder aktiv geworden. Es sah so aus, als hätten sie Pam Pam und Schnuthelm wie von Zauberhand weggezehrt. Wisst ihr noch, was die Augenzeugen gesagt haben, als Herr Purenta verschwunden ist? Ja, die meinten noch, sie hätten ihn zuletzt bei der Weggabelung gesehen. Und dass da auch diese fahlblauen Flammen zu sehen gewesen seien. Genau. Ich dachte mir also, dass da genau das, dass genau dasselbe passiert wie mit Herrn Purenta. Okay. Also hat es sich aufgemacht. Ich bin Pam Pam und Schnuthelm dann einfach gefolgt. Und? Wo sind sie dann hin? Kommt, ich zeige es euch. Möchtest du bisher gespürt? Ja, natürlich, natürlich. Wir können uns das natürlich nicht ergehen lassen, ist doch klar. Etwas Mysteriöses geht hier vor sich. Der Spielstand wurde gespeichert. Eine Pause einlegen? Nee. Ach so, da. Das ist also das. Oha. Hier, das ist es. Die Tür ist offen. Die Tür zum... Was? Zum modrigen Mausoleum. Mausoleum, was? Okay. Aber wie kann das sein? Opa und die anderen Erwachsenen haben doch gesagt, dass da niemand rein darf. Oh, was? Okay. Aber Pam Pam und Schnuthelm sind jetzt da drin? Ja, sie wurden dort hineingezerrt. Das war das Letzte, was ich von ihnen gesehen habe. Ich hab Angst. Ich will da nicht rein. Mal im Ernst, was machen wir denn jetzt? Ich komme mit sowas nicht klar. Das ist doch gruselig. Ich kipp gleich wieder um. Bombenki. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen da rein. Ich muss all meinen Mut zusammennehmen. Bombenki. Aber die Erwachsenen haben uns doch verboten, dort reinzugehen. Ich würde mich ja auch gerne an die Regeln halten, aber worauf kommt es jetzt an? Doch wohl Pam Pam und Schnuthelm zu retten, oder?
Klar, die beiden können ganz schön fies sein, aber sie sind unsere Klassenkameraden. Da hast du natürlich auch wieder recht. Wir müssen alle unseren Mut zusammennehmen. Und dann los! Ich komme auch mit. Bombenki lasse ich auf gar keinen Fall alleine losziehen. Ich auch nicht. Ich komme natürlich auch mit. Das ist wirklich klasse von euch. Danke. Viscora? Viscora, wenn du zu große Angst hast, dann warte doch einfach hier. Nein, ich komme auch mit. Außerdem hätte ich bestimmt viel mehr Angst. Außerdem hätte ich bestimmt viel mehr Angst, wenn ich hier alleine warten müsste. Ich will den beiden ja auch helfen. Also gut, dann gehen wir alle zusammen. Lass uns Pampam und Schnurthelm retten gehen. Alles klar. Lasst uns da reingehen. Möchtest du das Mausoleum betreten? Natürlich. Wir dürfen uns das auf gar keinen Fall. Füge dein Teammitglied hinzu. Okay. Psiau? Team aufstellen. Mal schauen, was ist gut. Psiau ist halt Level 20. Psiau ist übel krass. Ich nehme Psiau mit. Einfach weil es Level 20 ist. Ist halt ganz gut. Okay. Wir könnten rein theoretisch auch mit Viscora, Sisuke zum Psiau spielen. Aber nein, das werden wir anders machen. Wir machen es jetzt so. Wir haben unser Team aufgestellt. Modriges Mausoleum. Untergeschoss 1 und wir schaffen es gleich. Achso, die sind so... Was? Hä? Achso, die sind so oder so da. Heißt dann quasi, ich kann nur von den anderen eben dann die Attacken und so... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Achso, ja, wenn sie so oder so da sind, wir sind zu fünft, Alter. Krass. Schon etwas ganz anderes. Zu fünft einfach mal losziehen. Okay, dann... Wir müssen das Ganze jetzt echt schaffen. Das Leben von Pampam... Okay, nicht das Leben, aber... Pampam und Schnurthelm müssen einfach gerettet werden. Wir dürfen nicht zögern. Auf gar keinen Fall. Es wäre jetzt wirklich geil, wenn wir uns Level 16 entwickeln würden. Schlummerschutz. Aufstecken auf Bombenki. So, okay. EP-Boost ist halt ganz gut, dass wir den haben. Ah Mann, da ist die Treppe nicht. Komm. Ach, komm. Komm schon. Es wird wahrscheinlich wieder einen richtig fetten Bosskampf geben. Aber ein Bosskampf mit Giratina? Das wäre wirklich... Das wäre krass, Leute. Bin ich jetzt vergiftet? Nee, bin ich noch nicht. Aber gleich. Wir haben keine Pisse. Wir haben dabei... Oh nein, oh nein, oh nein. Mega... Komm. Oh oh. Das könnte böse ausgehen. Ich muss mich heilen. So, um 10 KP geheilt. Megasauger ist schon ziemlich hilfreich, muss ich sagen. So. Stärke plus Y. Attackenstärke. Je mehr gleiche Sipale Steckplätze sind, desto größer die Wirkung. Stärke plus machen wir auf uns. Und ja. Ich frage mich wirklich, ob es Monsterräume so auch geben wird. Also, ob es die gibt. Monsterräume sind einer der Hauptbestandteile von Pokémon Mystery Dungeon. Das war immer so. Wirklich. Also... Mich würde es wundern, wenn es die Monsterräume nur in den Aufträgen gibt. Das würde mir auch gar nicht gefallen. Das ist einfach so. Ich kann mir kein Mystery Dungeon ohne einen Monsterraum vorstellen. Das... Ich weiß nicht. Oh. Haben wir... Hebt den Sipal auf, komm. Oh Mann, schade. Aber Pupanze ist gleich besiegt. Sehr schön. Ja, Mann. Und da haben wir auch noch... Ah, oh, Stärke plus Y. Passt. Ja, Mann. Einschüchterer, perfekt. Das könnte wirklich, das könnte eine perfekte, nahezu perfekte Kombination sein mit Einschüchterer. Okay. Dann nehmen wir auch das auf. Und dort hinten befindet sich die Treppe. Was können wir jetzt nicht einsetzen? Heilblockade war das. Okay. Viscora, hast du es fertig gemacht, das Pokémon? Elixier trinken auf uns. Okay. Wohohoho. Das zieht ganz schön was ab. Das zieht echt ganz schön was ab. So, jetzt aber. Perfekt. Pokédollar aufheben. So, money, money, money. Money, 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 money. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Mitte angekommen. Hier können wir uns eine Weile ausruhen, um wieder zu Atem zu kommen. Ja, hier sollten wir fürs Erste sicher sein. Puh, ich war ja so angespannt. Zu ängstlich, um zu zittern. Aber jetzt, ich kann gar nicht mehr aufhören zu zittern.
Geht mir genauso. Mir wird irgendwie schwarz vor Augen. Hey, Bombeki, reiß dich zusammen. Wow, das war knapp. Danke, Sesokids. Wie kann man so krass sein? Nur noch fehlt von Pampam und Schnuthelm jede Spur. Der wahre Kampf steht uns also noch bevor. Seid auf der Hut, Leute. Wenn man bedenkt, dass einfach, genau, Geld ablegen, dass dort, was können wir, sind unsere Sipale, die sind immer noch da, oder? Sicher sind die da, oder? Klar, ist immer noch im Dungeon. Passt perfekt. So, wenn man bedenkt, dass, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wenn man bedenkt, dass die Erwachsenen gar nichts tun können und sich kleine Kinder aufmachen müssen, um dieses Giratina zu bezwingen. Wenn es überhaupt Giratina ist, keine Ahnung. Schön müssen wir gegen seine Untergebenen da quasi kämpfen und ja. Wenn man bedenkt, dass wir das machen müssen und die Erwachsenen einfach nichts machen können. Wir sind viel stärker als die Erwachsenen, wirklich. Irgendwie glaube ich das. Obwohl Planas auch am Anfang ziemlich stark war. Ich glaube, so von der Stärke her an sich werden sie wahrscheinlich, sie werden wahrscheinlich Level 30, 40 bis 50 sein. Aber was ich auch gleichzeitig denke, ist, die sind zu feige. Wir haben viel mehr Mut wie die. Ist einfach so. Und Leute, ich werde diesen Part an dieser Stelle beenden und ja, wir werden natürlich jetzt wirklich gespannt sein, was sich auf unseren weiteren Weg da quasi befinden wird. Ob wir jetzt nun gegen Giratina kämpfen müssen? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage, Chausen, Resi out und ciao, ciao. Im nächsten Part geht es spannend weiter.